Hey, 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 hallo und herzlich willkommen mal wieder hier zu einer neuen Folge von World of Tanks. Ich bin's wieder, euer Sperros, zusammen mit dem. XY7. Yay! Scherz, ja, wir sind's wieder. Und dieses Mal fahren wir Artillerie. Ja, Artillerie, spannendes Gameplay Deluxe. Klar. Naja, wir fahren hier erstmal mit der FV 304 und dann mit der M44. Die FV-AT ist eigentlich ganz lustig, da könnt ihr ein spannenderes Gameplay erwarten, aber M44, mal schauen. M44, kartenabhängig, matchmaking-abhängig, alles spielt da rein, ey. Dann triffst halt nichts. Ja. Ja, die M44 haben wir noch nicht gescheit ausgebaut, da haben wir noch nicht die beste Kanone, die ist dann noch ein wenig genauer, Crew ist auch noch nicht so toll. Ja, hier ist die Crew auch noch nicht ganz bei 100%, aber es geht eigentlich. Ja. FV 304. Schönes kleines Ding. Wie der Bishop eigentlich hat der einen ähnlichen Schusswinkel. Dafür ist er aber noch ein wenig schneller, sodass man sich schneller umpositionieren kann. Dafür halt die gleiche niedrige Reichweite. Exactly. Ich fahre da rechts rein. Ich auch. Was denkst du? Kanone? Was ist denn das hier für eine Aal mit dem Stimmel? Wie das ausschaut. Ja, als wäre da überhaupt keine Kanone dran. Nur so ein Stecken vorne dran. Wenn man gewohnt ist, so eine lange Kanone da zu sehen. Ey, nicht so weit aggressiv vorfahren. Wenn du stirbst, ich bleib hier. Nicht. Oder bis vorne, die Kante ran, da kann mich keiner abschießen. Ja, du kannst aber auch nichts abschießen. Steiler Schusswinkel hin und her, aber was treffen will ich schon auch noch. Okay, ich muss zurück. So, mal schauen, was ich denn von hier alles treffen kann. So, da kann ich ganz gut reinschießen. 11,76 Sekunden lade ich im Moment nach und das wird auch noch besser mit besserer Crew. Ich lade noch ein wenig länger nach, aber ich habe noch keine 100% Crew. Oben ist ein Leopard. Der Schwenkbereich hier ist auch besser als beim Bishop. Aber die Einzelzeit ist generell gut. LOL. 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 Habe ich dem gerade 400 Schaden gemacht? Bin ich an der Seite vom Turm durchgekommen oder so? Ansonsten könnte ich mir das nicht vorstellen. Ja, der Leopard da oben, den kann ich leider nicht treffen. Der ist außerhalb meiner Reichweite. Aber mal schauen, ob ich den KV da in der Mitte treffen kann. Nee, das steht auch in der Stein. Ja, vielleicht kann man ja treffen, wenn er mal wieder auftauchen würde. Ich schieße hier den BDR. Oh, der ist schon fast tot. Ist Ein toter Partner ist besser als einer, der noch lebt. der ist jetzt tot. Jetzt sind noch ah, der KV-1 Das hat war sich knapp. gemorpht. Ja, und ich habe ihn, glaube ich, gerade getrackt oder so. Jedenfalls war das gerade knapp. Ist auch ein Sogar. KV-2. Alter, was ist denn das Scheiß? War komplett eingezielt und der Schuss geht dahin. Und jetzt hüpft das. Move dich doch nicht. Ja, die Dauer, die dieser Schuss fliegt, die ist auch recht lang. Mal den KV-2 da noch ein bisschen blindshotten. Der KV-2 ist schon vorgefahren. Oh, ich versuche mal den VK da oben. Jetzt ist der weg. Immer die Panzer, wo ich hinziehe, die verschwinden. Puh, das war knapp. Schieß den KV-1 mit ab. Ich habe ihn getrackt. Tut mir leid, da ziele ich aber gerade nicht hin. Oh, muss der Drecksack zurückfahren? Ich will den M6 ab. Nein, KV-1. Huch. Alter, wenn ich jetzt den KV-1 abgeschossen hätte, ne? Fährt der da vorbei? Nein, ich
Ich will den Kill nicht, dass die waren. Yes. Da kommt rechts ein ganzer Haufen. Ja, vielleicht sollte ich mich auch mal auf die konzentrieren. Ah, da ist ein M6. M6 moved. Ich habe ihn wieder getrackt. Ich habe ihn wieder getrackt. Ich habe ihn nicht getrackt, schade eigentlich. Kommt ein VK, den ich nicht treffen kann. Von meiner Position aus. Das wird langsam ein Problem hier. Ich war hier weg. Sind wir uns gescoutet? Bestimmt. Aber jetzt ist er tot. Ja, ist mir egal, warum ich gescoutet hat. Ich mache das dann wieder ein bisschen zu platt. Kann man nicht gescheit treffen, da wo er steht. Drüben ist noch so ein VK. Jetzt sieht meine Richtung. Alles klar, damit glaube ich nicht mehr treffen. Und schon kann er mich nicht. Nicht? Na stimmt, 280 macht er nicht. Der macht 135 Damage. Mit der Kanone, die er hat, stimmt, ja, die große macht 240. Tja, mein Infopanel gibt mir einiges an Informationen. Jetzt kann man den M6 da wieder treffen. Alter, ich glaube, wir sind die einzigen gescheiten Überlebenden hier noch. Ist mal Ich glaube, klar. der zielt auf dich. Fahr da Oh weg. ja, ich glaube auch. Aber der hat auch bloß die Kleine drauf. Ich habe ihn getrackt. Jetzt sind wir die restlichen Überlebenden hier. Jetzt kommen da gleich zwei. Oh, hinten auch. Ah, fuck, ein Grand. Ja, kannst du jetzt machen. Von allen Seiten. Aber den Ach Grand. Mann, kill ich den nicht mal. Was soll denn der Scheiß? Was hat denn jetzt das Matilda. Team gemacht? Wir haben die ganze Zeit geführt, oder? Nein, nicht die ganze Zeit. Aber anfangs. Aber man macht schon so seine 1000 Schaden in dem Panzer hier, das ist kein Problem. Naja, es geht schon. Klar, wir Wenn ich haben halt demonstriert. 405 Schaden dem VK3002M gemacht habe. Wir haben zwar verloren, aber wir haben cooles Gameplay abgeliefert. Wir hätten uns dauerhaft da rechts konzentrieren müssen, dann hätten wir die da besser rausgenommen. Aber die sind auch in der Mitte durchgebrochen. Ich meine, Ja, in der Mitte mehr kam kann man dann auf nicht einmal machen. voll der Schwarm. Ja, die kamen dann halt zu schnell und man kann sich nicht auf beide Seiten gleichzeitig konzentrieren. Na gut, machen wir mal die nächste Artillerie, die wir uns Ja. neu besorgt haben, den M44. Noch im Stockzustand bei mir. Wie sieht es bei dir aus? Genau so. Ein T8 Gefecht. Ja, kann man wenigstens Schaden machen. Ja, das sieht noch die Kanone von der HMC. Weißt du, Ja. haben wir die auch eigentlich mal gezeigt in dem Video? Ja. Okay. Na gut. Ja, das Ding hat halt jetzt eine bessere Reichweite. Da kannst du dich hinten reinpflanzen und dann bumm. Dauert ein bisschen und dann bumm. Ja, der Schaden, naja. T8-Gefecht, der Vorteil ist, die Panzer sind größer, man trifft sie leichter. Und sie bleiben auch manchmal auch stehen, weil sie langsamer sind. Ja, es sind ein paar langsame Panzer dabei. Die Kugeln fliegen hier auch schneller als beim FV. Aber man muss halt dahinter zielen, weil der Schusswinkel kleiner ist und dann sind die Chancen höher zu treffen, wenn man dahinter zielt. Das habe ich auch schon festgestellt. Hier gleich steht. So, wir können das aber auch auf Counterartillerie fast machen. Und der Winkel ist hier halt auch genial, du kannst dich halt einfach so Sonst hinpflanzen. mal Countdown, ist mir doch egal. Weil da Hauptsache kommt Panzer. da in der Mitte. Jetzt sind wir mal die da in der Mitte abschießen, nicht nur Ja, abgeschossen sonst werden. fahren wir immer in die Mitte und wenn du da voll vermöbelt. Ja, nochmal scouten bitte. So langsam bin ich angezielt. Oh, da hinten ist was. Hinten. Ein Prototyp. Oh yeah.
den oben auf dem Turm, Alter, und dann ist der Matsch. Ah! Wo haben. Alter, was ist denn das? Das sind diese besoffenen Richtschützen mal wieder. Ich glaube, man muss noch weiter dahinter zielen. Mir schon ewig weiter hingezielt. Mensch, Bulldog. Jetzt scoutet die Mitte nochmal, Mensch. Scout. Ach, Leute, Zeit ist halt auch recht lang. Schon nachgeladen. Ja, ich jetzt auch. Ich stehe da den 23,83 nach. Leute, das können wir jetzt echt nicht bringen. Spottet die verkackte Mitte. Ja, ist echt so, wenn die da in der Mitte nicht scouten, dann können die da. Genau, Counterartillerie. Wenn die da in der Mitte nicht scouten, dann können die von der Mitte die am Berg super abschießen. Wieso schießt eigentlich immer mich so eine Counterartillerie ab? Ich meine, Hm? hallo? Ich bin auch Counterartillerie. Oh, ich habe aber was getroffen, wenn auch nicht das, was ich treffen wollte. Ich habe Zocker getroffen, wahrscheinlich in die Seite. Ja. Ah, jetzt ist was in der Mitte offen. Der Bulldog ist meinem Wunsch gefolgt. Na, endlich. Und es ist wichtig, die in der Mitte zu scouten. Denn sonst können die auf dem Berg oben problemlos abschießen und das ist bei beiden Seiten so. Jetzt Komm, sind sie wieder spot. weg. Spot again. Nicht wegfahren. Hey, wie lebt man denn überhaupt? Noch fast vor Leib. So. Jetzt bleibt da stehen. Kritischer Treffer. Ach ja. Echt spannendes Gameplay. Ah, ey, diese Lore 155, 50 hat auch nichts Besseres zu tun. Oh, scheint so. Move ich mich mal besser. Nichts Besseres zu tun, als mich da abzuschieben. Same. Blöde. Kann Gerade man auch wollte ich nichts auch machen. counterartig spielen, ne? Da hinten eingeaimt gehabt, bis ein paar Büsche ausgesucht, wo ich reinschieße und dann. Man muss auch vorsichtig hier die Kanone hin und her schwenken, sonst ist die Ungenauigkeit gleich wieder da. Das ist das Problem. Kann man nicht schnell seine Ziele wechseln. Wenn die mal stehen bleiben würden. Alter, und dann ziehst du einmal dahinter und dann geht der Schuss sonst Ich wohin. dich lieber. Ja. Just Aber what I said. versuch mal zu gucken, wo die Schüsse herkommen. Da kannst du mir sagen, wo ich hinzählen muss. Ja, wie soll ich denn schauen, wo die Schüsse herkommen? Naja, kannst du nicht in deinem Ding sehen, wo der Schuss so geflogen kommt? In mein Artillerieschuss, das sieht man doch. Man sieht doch den Tod anfliegen. Ja, wenn er das nächste Mal schießt, sehe ich ihn dann, ja. Jetzt habe ich in den Himmel. Bisschen die Kamera rein, dann sehe ich den Schuss besser. Ja, ist echt so, nur Noobs hier wieder unterwegs. Wie es aussieht, hat aber die Artillerie echt keine Hobbys, ne? Die schauen die ganze Zeit. Giga Kann man nichts machen bei dem Noob-Team hier. Nee. Das sagt man 10-mal Spot, Mittel und die schießen da seelenruhig Und den was Berg macht der ab. Bulldog eigentlich? Was, wo ist denn der? Wieso kämmt der auf A3?
macht denn der? Ich kann jetzt nicht mal den Tigerpeter abschießen. Alter, der Bulldog, der ist so dumm. Wieso kennt der da hinten? Alter, habe ich den da jetzt nicht getroffen? Ja. Die Erlösung. Ey, das ist doch. Wieso kennt der da hinten? Wieso? Das ist ein Scout-Tank. Der muss da vorne die Mittel spotten für die Artillerie. Also ein guter und das hier ist auch noch eine offene Karte, wo du, und das ist die optimale Scout-Karte. Du kannst da vorne die ganze Zeit lang fahren und spottest die ganze Zeit die andere Seite. Ich meine, wer hat denn den ins Hirn geschissen? Kannst echt nichts machen. Der kann sich doch nicht einfach den Panzer kaufen und keinen Plan haben, wie man den spielt. Vorbeischießen oder auch. Unglaublich. Tja. Man kann sich sein Team nicht raussuchen. Ja. Ich hab's prophezeit, wenn die Mitte nicht scouten. Keine Chance. Ja. Einfacher Witz. Was? CTD? Keine Ahnung, was. Ja, dann soll es jetzt hier mal gewesen sein. Ihr werdet den bestimmt nochmal sehen, wenn er voll ausgebaut ist und eine bessere Crew hat. Dann trifft man auch zum einen mehr. Mhm. Und naja, hoffentlich hat man dann noch ein besseres Team. Ich habe den IS-3, ja, aber auch nicht getroffen. Was kannst du hier machen? Du hast den immerhin gescheit in die Seite getroffen. Aber schau dir das Team an, die haben alle nichts gemacht. Na, das ist echt so. Dieser Bulldog steht zwar weit oben, aber das bisschen Scouting da, naja, der wäre deutlich mehr drin gewesen. Ja. Nun ja, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle hier und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin verabschiede ich mich. Ich habe das gerade schon gesagt, aber ich sag tschüss. Ciao.